Eine Sache ist trotzdem das Problem. Wenn wir die Leute bis zum Get-Now ausquetschen, wenn wir alle ihre Lebenskraft aus ihnen nehmen, um sie in den öligen Motor Deutschlands zu werfen, dann ist das gut. Aber mir auf meine gute Laune drücken, tun dann all diese miesrigen, petrigen, völlig zerstörten Gesichter, Obdachlose, Hartz-IV-Empfänger, Leute, die bei Lidl einkaufen tun, die in der U-Bahn sitzen, wenn ich bei U-Bahn fahre, wegen Sozialstudien, Milieustudien, meistens nehme ich ja das Auto, dann gucken die so. Leute, ihr seid für Deutschland da, auch wenn ihr arm seid. Warum seid ihr denn so schlecht drauf? Arbeitet an eurem Karma, arbeitet an eurem Bewusstsein, lernt glücklich zu sein. Dazu braucht man kein Geld und auch kein Style. Das müsst ihr alles euch selber einfach einbilden. Mich frustrieren all diese armen Hackfressen, die so durchs Leben gehen. Oh, alle anderen sind an meinen Elend schuld. Oh, ich muss so arm arbeiten. Oh, ich werde abgeschoben. Oh, ich darbe unter den kapitalistischen Produktionsverhältnissen. Pustekuchen, Leute! Tschakka! Seid mal gut drauf! In diesem Sinne, mich kotzen die Leute an, die alle so rumrennen, als hätte sie unsere Politik komplett ignoriert. Grinst mal, Leute! Smile! Das ist Deutschland! Gute Laune für die Menschen!